Ihr habt sicherlich die schweren Vorwürfe gegen Mois von Seiten seiner Ex-Frau gegen ihn mitbekommen. Hat die Tür zugemacht und hat angefangen, mich zu schlagen. Hat meinen Kopf mehrmals gegen den Kopf, gegen die Wand geschlagen. Hat die ganze Zeit meinen Kopf genommen, mehrfach die ganze Zeit gegen die Wand geschlagen, hat mich auf den Boden geschlagen, hat angefangen, auf mich einzuschlagen. Ich möchte jetzt einmal die aktuellsten und wichtigsten Sachen zu dem Thema zusammentragen, da es aktuell wirklich schwer ist, auf dem neuesten Stand zu bleiben, weil einfach so super viel passiert. Also, das ganze Thema fing mit einem Video von Mois an, in dem er über seine vergangene Beziehung mit seiner Ex-Frau Anissa sprach. Und in diesem Video wirkte er tatsächlich auch sehr gesund und stabil. Verzeiht mir auch, dass ich so auf diese Art jetzt auch vor der Kamera bin. Aber ich habe diese Krankheit, der heißt quasi so Tremor. Und die kommt nur so manchmal ganz, ganz hoch, wenn man so mein Puls hochjagt mäßig, versteht ihr? Im weiteren Verlauf des Videos sind dann noch solche Aussagen hier gefallen. Die jetzt jedem erzählt, ich hätte sie 7 Jahre lang geschlagen, Bro. Ich hab dich, Bro. Bruderherz, schau mal, Alter, ich hab dich 7 Jahre lang geschlagen. Ich hab dich damit 7 Jahre lang geschlagen, ne? Mit dieser Energie hab ich dich 7, warte, wo ist dieses Video? Mit dieser Energie hab ich dich 7 Jahre lang geschlagen. Du denkst dann, ich verstehe nicht? Aber was bedeutet es, wenn ich dich 1 Jahr nicht anfasse und nicht töte und nicht schlage? Dass ich mich sehr beherrscht habe. Und auch wenn diese Aussage von ihm selber schon absolut krank ist, rückte diese in den Hintergrund, als sich die Ex-Frau von Mois, Anissa, daraufhin mit einem Instagram-Statement zu Wort meldete. In dem sie unter anderem von solchen Situationen hier mit Mois erzählt hat. Alim ging immer mehr auf mich los. Er hat mehrfach auf mich eingeschlagen, meinen Kopf gegen den Boden geschlagen. Er hat mich aufgestellt, mich am Hals gepackt und wieder von oben auf den Boden geschlagen. Komplett ausgerastet, er ist durchgedreht, hat angefangen mich zu schlagen, meinen Kopf mehrfach auf den Boden zu schlagen. Er hatte so eine unglaubliche Kraft. Es war unmöglich für mich, mich auf irgendeine Art und Weise zu wehren. Er hat mich mit einer Hand gewürgt und hat mit der anderen Hand das Messer an meine Kehle gehalten und an meine Kehle die ganze Zeit hin und her geschliffen. Zusätzlich postete sie Bilder ihrer Verletzungen und die Einsatzberichte der Polizei. Also allein schon an diesem Punkt irgendwie glaubwürdiger als dieser Typ hier. Wenn ich dich 1 Jahr nicht anfasse und nicht töte und nicht schlage, dass ich mich sehr beherrscht habe. In dem Statement von Anissa ist wirklich noch so viel mehr drin. Sie erzählt unter anderem auch davon, dass Mois inklusive seiner Familie sie dazu gedrängt haben soll, all ihre Kontakte aufzugeben und sogar ihre ganze Fotomediathek zu löschen. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch unbedingt das ganze Statement an. Link zu dem Instagram von Anissa ist in der Videobeschreibung. Aber schauen wir uns nun mal an, was Mois so zu diesen Vorwürfen sagt. Keine Ahnung, was man dazu sagen kann. Aber Mois hat sich in einem Interview auch noch tatsächlich zu den Vorwürfen geäußert. Und da sind unter anderem solche Aussagen hier gefallen. Und dieser dreckige Kachpa will jetzt das so vermarkten, weil ich sie einmal geschlagen habe. Ich habe sie geschlagen und ich bin Gott dankbar, dass ich sie nicht getötet habe, versteht ihr mich? Aber ich habe es nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren, verstehst du? Darum laufe ich vor mir selber weg. Versteht ihr das? Und die hat meine Kinder weggenommen. Also Mois gibt hier ganz offen zu, dass er seine Ex-Frau Anis geschlagen hat und dass er Probleme hatte, sich unter Kontrolle zu halten, sie nicht umzubringen. Und wenn man gerade denkt, es geht wirklich nicht mehr ekelhafter, dann lädt Mois ein neues Statement hoch, in dem er uns erklärt, warum sein Verhalten von damals eigentlich komplett gerechtfertigt war. Dima, why? What do I did to you, man? Okay, I punched you as I found out you wrote to Dima that you won't suck his dick. Then I punched you. And in Islam, in Quran, as I was Muslim, brother, sister, it's written it's halal to give you 90 hibe, peitschen hibe. You understand? If you make zina. And if I make zina also,
But I never made Zina, bro. I loved you from bottom of my heart. I was dying for you. Also sagt er nicht nur offen, dass er seine Ex-Frau geschlagen hat, sondern findet das anscheinend auch noch absolut richtig, weil er ja so toll nach seiner Religion lebt. Generell, dieses ganze Video ist ein Fiebertraum. Wo sitzt er da? Warum spricht er Englisch? Und zudem kamen dann noch solche Aussagen hier. But if I don't do, Saifullah will die. Bro, you are with a Jewish guy. I did nothing. You sold to Illuminati your soul, man. Why you did this, man? Why you knew Dima before you knew me, man? Jude ist für Mois auch nicht nur eine Beleidigung, sondern Juden sind für ihn auch gleichzusetzen mit Illuminati. Keine Ahnung, wie er auf sowas kommt, aber generell lässt er seinem Antisemitismus sehr freien Lauf, seitdem er in seiner aktuellen Psychose steckt. Darum laufe ich vor mir selber weg. Versteht ihr das? Und die hat meine Kinder weggenommen. Mit einem dreckigen Juden. Und die haben mir meine Kinder 13 Monate nicht gezeigt und mein Essen gegessen. Früher war er anscheinend noch schlau genug dafür, seinen Antisemitismus zu verstecken, aber ich schätze mal nicht, dass er diesen erst über die letzten Wochen entwickelt hat. Ähnlich auch sein Frauenbild. Aktuell lässt Mois nämlich Kommentare wie diesen hier auf Instagram ab. Mois antwortet hier auf einen Kommentar, in dem steht: Junge, es juckt niemanden mehr, ob sie dich betrogen hat oder nicht. Du hast sie kaputtgeschlagen vor den Augen deiner Kinder. Mois antwortet: Mache ich 100-mal wieder. Ich bin kein deutscher Keck. Ich sehe meine Frau als meinen besten Freund, der mich verraten hat. Ich sehe ihr Geschlecht nicht. Und wie sie es erzählt hat, ist eine Lüge. Aber ich lasse euch reden. Wäre es sogar so, bin ich froh, dass ich nichts Schlimmeres getan habe. Weil sie hat mein Leben zerstört. Mit so einem Frauenbild scheint er auch nicht alleine in seiner Familie zu sein. Denn Anis hat ihm im Statement erzählt, wie seine Mutter mit ihr so umgegangen ist. Nach einer Zeit fing es an, dass meine Schwiegermutter angefangen hat, mich zu schlagen. Das war auch während meiner Schwangerschaft. Sie hat mich, wenn sie mich geschlagen hat, hat sie das aber nie von den anderen gemacht. Da hat sie mich immer in ihr Zimmer geschickt, hat mich hingesetzt, hat mich quasi aufs Bett gesetzt und hat angefangen, mich von links und rechts ins Gesicht zu schlagen. Und zwar, als ich im fünften Monat, Anfang fünften Monat schwanger war, hatte ich nachts starke Blutungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es gab einen Verdacht auf eine Fehlgeburt. Als ich im Krankenhaus war, rief meine Schwiegermutter mich an und sagte zu mir, das ist deine Strafe, Gott bestraft dich, du hast es verdient. Ich hoffe, dein Kind wird sterben. Eine Frage sollte man sich jetzt aber wirklich mal stellen. Wie kann es sein, dass es immer noch Leute gibt, die auf Mois Seite sind, ihn supporten oder ihm sogar PayPal-Spenden überweisen? Ich kann auch ABK absolut nicht verstehen, der zu dem Thema so eine Aussage raushaut. Nicht sie hat dich, du hast den Kontakt zu all deinen Freunden abgebrochen. Du hast dich unterdrücken lassen, du hast den Kontakt abgebrochen, du hast das mit mir machen lassen, mit dir machen lassen. Ich meine, es ist wirklich schön, dass ABK, der nicht emotional involviert hier ist und dem auch nicht mit dem Tod gedroht wurde, wenn er Mois verlässt, im Nachhinein erkennen kann, was hier die richtige Entscheidung gewesen wäre. Großartig. Ich weiß wirklich nicht, was das hier bringen soll, außer dass man die Schuld von Mois auf Anis umleiten möchte. Grüße gehen an der Stelle an PershaX, aus ihrem Video habe ich nämlich den Clip von ABK. Eine weitere Sache, die ich einfach absolut nicht verstehen kann, ist der Fakt, dass Mois immer noch auf freiem Fuß ist. Anis erzählte nämlich in ihrem Instagram-Statement, dass Folgendes passiert sei, nachdem Mois sie zusammengeschlagen hat, angekündigt hat, sie umzubringen und die Polizei dann kam. Dann habe ich die Polizei gefragt, wie willst du jetzt weitergehen, was passiert jetzt? Dann haben die zu mir gesagt, ja, wir nehmen ihn erstmal mit aufs Revier und er bekommt ein Kontaktverbot, er darf 10 Tage nicht in die Wohnung kommen. Und ich kannte dieses Verfahren. Ich wusste, wie das funktioniert. Sie würden ihn quasi danach freilassen, aber die würden nicht auf ihn aufpassen, dass er auch nicht wirklich in die Wohnung kommt. Und ich hatte halt panische Angst, weil ich hatte Angst, dass Alim nachts hier in der Wohnung auftaucht und uns was antut. 10-tägiges Kontaktverbot. 10 Tage. Mir ist schon klar, dass die Polizei ihn nicht für immer einsperren kann. Dafür braucht es einen Gerichtsprozess und eine Verurteilung. Die Frage ist nur, warum er diese nicht bekommen hat. Mois befindet sich aktuell immer noch auf freiem Fuß. Zwar nicht mehr in Deutschland, aber das heißt ja nicht, dass er nicht zurückkommen kann und keine Gefahr mehr darstellt. Vor allem, wenn er dann solche Instagram-Stories hochlädt. Yo man, I need to marry a German woman, man. I will help you with money, but you will not have sex, man. I just need the paper, you know? But I will be like your man, man in the mirror. I will help you for the rest of my life. 2500 euro in month. But I need German pass, man. Which woman wants to be my wife on paper? Write me, man.
They can't bring me in jail, man. I want Nachname Schmidt, man. Schmidt. Also plant er jetzt, eine deutsche Frau zu heiraten, einfach nur damit er den deutschen Pass bekommt und dann zurück nach Deutschland zu seinen Kindern kommen kann. Wo ich mich auch so frage, glaubt Mois eigentlich selber, dass das eine gute Idee ist, wenn er doch von sich selber sowas hier sagt? Freut dich, dass du nicht tot bist, Kappa! That's why I leave the country, to not kill somebody. I just don't want to kill somebody. Really. I'm scared about myself. Really. I looked at the mirror and I just wanted to kill. An der Stelle kann man wirklich nur froh sein, dass Anis wohl gerade unter Polizeischutz steht, zusammen mit den Kindern. Ich hoffe wirklich, dass sie dort gut aufgehoben sind und ihnen nichts passiert. Währenddessen dreht Mois auf Instagram auch noch weiter frei. Er hat jetzt die Telefonnummer von San Diego und seiner Frau gedoxt und er hat private, also sehr private Bilder von Anis veröffentlicht, welche er gerade noch so ausgeschnitten hat, dass er dafür nicht von Instagram gebannt wird. Auch wenn es wohl am besten wäre, wenn er all seine Social-Media-Konten verliert, sich so schnell wie möglich in eine psychiatrische Anstalt begibt und da auch so schnell nicht mehr rauskommt. Denn so stellt er eine Gefahr dar. Abschließend kann ich wirklich nur meine Verachtung für Mois aussprechen. Schreibt mir eure Meinung zum Thema gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video.